schätzen gleich neue. Natürlich nur auf eine gewisse Weise. Wie es sich für eine Ex-Frau gehört. Und das wollte ich ihm beweisen. Ich erzähle ihm alles über Cassandra. Sie kennen mich doch überhaupt nicht. Was ist denn mit ihr, Mutter? Sie ist eine Spionin. Beachte sie gar nicht weiter, Cassie. Sie hat nur wieder einen ihrer verrückten Anfälle. Fahrt alle zur Hölle. Da gehört euer ganzer Clan hin. Ja, hört ihr das? Ich meine, sie ist wirklich reizend. Aber wie du selbst immer sagst, einer Lockridge kann man nicht über den Weg trauen. Einer Lockridge kann man nicht trauen. Einer Lockridge kann man nicht trauen. Was ist los? Will Michael ihn gerade verhaften? Ich habe einen Haftbefehl. Na, und ich habe nichts getan. Das interessiert im Moment aber keinen. Warum verhaften Sie mich dann? Machen Sie hier bloß keine Szene. Ich nehme Sie zum Verhör mit aufs Revier. Mann! Sie benutzen Ihr Abzeichen doch nur, um eine Stärke zu demonstrieren, die Sie Julia Bett nicht bieten konnten. Geschieht ihm recht. So dumm gehalten. Ich habe niemanden vergewaltigt. Ja, das habe ich schon mal gehört. Und damals war es auch die Wahrheit. Hören Sie, ich weiß überhaupt nichts über diese Frau und was am Medbetter Strand war. Medbetter Strand, dafür, dass Sie angeblich nichts wissen, scheinen Sie eine Menge zu wissen. Das hat Ihr Kollege doch bei seiner Befragung erwähnt. Tja, Sie sollten ab jetzt meditieren oder sich ein gutes Blutdruckmittel verschreiben lassen, damit Sie in Zukunft nicht wieder so schnell ausrasten. Diese Situation könnte sich nämlich durchaus wiederholen. Wir mögen keine Vergewaltiger. Wir wollen sie weder anfassen, noch ihnen in die Augen sehen müssen. Und anderen wollen wir das auch nicht zumuten. Hören Sie mir gefälligst zu, wenn ich mit Ihnen rede. Wir träumen von einer anderen Welt. Einer Welt, in der es keine Vergewaltiger gibt. In der unsere Frauen und Töchter endlich unabhängig sind und ohne Angst so lange ausgehen können, wie sie wollen, ohne dass ihnen etwas zustößt. Wir wollen sicher sein, dass sich die Männer, denen sie begegnen, tadellos benehmen. Wenn uns eine Frau ihren Angreifer als einen Mann beschreibt, der ungefähr mittelgroß ist, mittelschwer und mittelbraunes Haar hat, dann mag das wahrscheinlich nicht sehr nett von uns sein, aber wir denken dann an Sie, weil diese Beschreibung auf Sie nämlich ganz wunderbar passt. Und dann kommen wir zu Ihnen und holen Sie. Sie können sich von mir aus sonst wo verstecken, wo Sie auch wollen. Oder mir vorjammern, wie unschuldig Sie sind. Ich werde Sie trotzdem kriegen. Vielleicht sollten Sie sich das Haar abrasieren lassen, sich tätowieren oder ein Bein amputieren lassen oder sowas. Aber so, wie Sie im Moment gerade vor mir stehen, sind Sie ein Musterbeispiel eines mittelgroßen Mannes. Also finden Sie sich lieber damit ab, Mr. Nichols. Daran werden Sie nichts ändern können. Nein, daran kann ich leider nichts ändern, da Sie offenbar vorhaben, mich ins Gefängnis zu prügeln. Nun, anscheinend haben Sie sich ja der Verhaftung widersetzt. Das ist was, was wir auch nicht leiden können, wenn einer einen Polizisten angreift. Das habe ich auch gar nicht getan. Ich habe nur versucht, mich zu verteidigen. Das ist wahr. Es stimmt. Ich habe alles gesehen. Ach ja? Ja. Officer Martin wird Sie aufs Revier begleiten. Wir sehen uns dort. Kommen Sie. Thank you.
Weißt du, Michael, eine Verhaftung nützt uns wenig, wenn sie in einer Stunde wieder aufgehoben wird. Das solltest du eigentlich wissen. Das wird sie nicht. Warum auch? Wieso hast du den Mann in Abwesenheit eines Anwalts verhört? Das habe ich nicht. Und woher wusste er dann, über welchen Strand wir mit ihm sprechen wollten? Na gut, ich hatte ihn lediglich gefragt, wo er zwischen 7:30 gewesen ist. Und er wollte wissen, wieso. Ich habe es ihm gesagt. Aha, und wie ist es zu dieser Prügelei gekommen? Die Sache, die geht auf mein Konto, fürchte ich. Was soll das heißen? Hast du angefangen, bevor er dich geschlagen hat? Genau so ist es gewesen. Er hat deutlich sein Amt missbraucht. Ich bin Zeugin. Verzeihen Sie, meine Dame, würden Sie sich bitte zurückziehen und den Mund halten? Tun Sie mir den Gefallen. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe, und ich werde es jedem erzählen. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit. Pamela, wir kennen Cassie schon sehr lange, schon seit sie ein kleines Mädchen war. Schade, dass Lionel Laken und Warren nicht auch ins Waisenhaus gebracht hat. Woher sollen sie auch wissen, wie sie damals dorthin gekommen ist? Ganz einfach, Cassie hat bei uns gelebt. Das weiß ich, deswegen sage ich es ja. Ich finde es grausam, jemanden, der seine Eltern verloren hat, zu sagen, dass man wüsste, wer sie waren. Ach, sie hat sie nicht verloren, sie weiß, wer ihre Eltern sind. Mein Gott, seht sie euch an. Was grinst du so zufrieden vor dich hin? Pamela, nimm dich bitte zusammen. Wieso sagst du immer so scheußliche Sachen zu mir, Cici? Messen, sie sollten mir lieber glauben. Vielleicht hat Lionel ja auch noch ein Kind in seinem Keller versteckt oder in irgendeinem Schrank oder vielleicht im Garten, wo es mit schwarzen Witwen spielt. Lionel ist gar nicht der Vater. Meine Güte, Pamela, was soll dieser Blödsinn? Sie ist Lionels Halbschwester, Halbschwester. Minx ist ihre Mutter. Das wird ja immer besser. Ich kenne Cassandras Vater. Tja, dann sind Sie vielleicht Ihre Mutter, wer weiß. Lassen Sie sie los! Lassen Sie Kerl in Ruhe! Um Gottes Willen, Mutter, hör auf! Rühr meine Mutter nicht! Das ist deine Schuld! Ich möchte, warum hast dass du sie das Haus auf der Stelle verlässt! Tut mir leid, tut mir leid! Soll ich das Essen servieren? Nein, bringen Sie Pamelas Mantel. Nur noch eine Kleinigkeit, Vater. Sag ihr, sie soll's abstreiten. Was denn? Was soll sie abstreiten? Das mit Minx. Frag sie. Das werde ich nicht. Mason, du musst doch wissen, dass Pamela nicht ganz richtig im Kopf ist. Nun, dann frag Minx. Sie wird es nicht leugnen. Jedenfalls tat sie das nicht bei mir. Was ist das für eine Verschwörung? Ich verstehe wirklich nicht, was hier gespielt wird. Das versteht keiner. Erklär doch mal. Ich lasse es nicht zu, dass meine Mutter als Lügnerin bezeichnet wird. Du hast sie reingelegt. Sie wollte es dir nicht sagen. So ist es gewesen? Das weißt du genau. Ich war der Meinung, es sei sehr wichtig, euch das wissen zu lassen. Ich fand es einfach wichtig, weil ich euer Vertrauen als Familienmitglied gewinnen wollte. Das halte ich nicht aus. Halt den Mund! Ihr seid meine Familie, von der ich immer geträumt habe, als keiner für mich da war. Ihr habt mich aufgenommen, als ich noch ein Kind war, und jetzt wieder. Hat das alles wirklich so eine große Bedeutung? Wie lange weißt du das schon, Cassie? Ein paar Wochen. Seit wie vielen Wochen? Wieso hast du nichts gesagt? Weil ich eigentlich dachte, dass es im Grunde nicht so wichtig ist. Aber es war dir wichtig genug, um es uns zu verschweigen. Ich habe nicht darum gebeten, Minx Lockridges Tochter zu sein. Nein, natürlich hast du das nicht. Aber du kannst uns doch wohl verstehen, wenn wir dich um eine Erklärung bitten. Ach, wirklich? Soll ich mich vielleicht für die näheren Umstände entschuldigen, unter denen ich geboren wurde, für die Frau, die mich zur Welt gebracht hat? Ich hatte keinen Einfluss darauf. Mein Gott, Cici, sag du mir, dass du es verstehen kannst. Sag mir, dass es keine Bedeutung hat. Ich das so verstehen, dass ich nur so lange für euch akzeptabel war, wie die Familie, aus der ich stamme, unbekannt war, mittellos und verstorben? Hat noch jemand von euch das Gefühl, dass dieses Gesicht nicht ganz unbekannt ist? Wäre Channing noch am Leben, wäre er dein Spiegelbild. Halb Sohn und halb Tochter. Beide Lieblinge des Kaisers, beide trojanische Pferde aus dem Feindeslager.
Sissi, da sind ein Polizist und ein Mann aus Atascadero vom dortigen Krankenhaus. Er sagt, sie würden sie erwarten. Das stimmt. Zieh deinen Mantel an, Pamela. Lass den netten Arzt nicht so lange warten. Furchtbar aus, Officer. Ich weiß nicht, wenn einer so oft wie Sie den Beruf wechselt, ist das ein Zeichen von innerer Unruhe? Oder eher von ständigem Versagen? Hoffentlich versuchen Sie es demnächst nicht auch noch mit Boxen. Wo haben Sie das eigentlich mal gelernt? Gab's im Priesterseminar Schlammring? Sind Sie gekommen, um hier aufzuräumen? Ich habe einen Drink bezahlt, den ich nicht bekommen habe. Und nur Ihretwegen. Das ist meine Marke. Das haben Sie doch mit Absicht gemacht. Möchten Sie auch was? Da sind Glassplitter drin. Oh ja, natürlich. Sie haben recht. Das ist sicher gut für die Verdauung. Sie sollten mehr Glas in Ihren Speiseplan einbeziehen. Es ist einfacher zu essen, als durch die Haut aufzunehmen. Wollten Sie nicht zur Polizei gehen und dagegen mich eine Beschwerde vorbringen? Sie könnten sich auch an die Presse wenden. Vielleicht kommt es noch in die Morgenausgabe. Die Wunde an der Stirn würde ich an Ihrer Stelle lieber nähen lassen. Das heilt schon. Mein Vater ist Arzt. Oh, Sie meinen, Sie können das notfalls selber? Naja, ich sollte mir auch nicht zu viele Sorgen machen. Es soll ja Frauen geben, die auf so eine Frankenstein-Kreuzstichnaht stehen. Kommen Sie. Sie sollten das wenigstens desinfizieren. Ja. Denken Sie einfach an etwas anderes. Denken Sie an etwas, das Ihnen noch unendlich viel mehr wehtut. Daran, dass Dashs Verhaftung Ihnen gar nichts nützt, wenn er doch gleich wieder freigelassen wird. Oder daran, dass Sie ihn verhört haben, ohne dass sein Anwalt dabei gewesen ist. Oder daran, dass Sie ihn zuerst geschlagen haben. Haben Sie in Ihrem Leben mal was Gutes getan? Sie festgenagelt, ja. Woher wussten Sie das? Ich dachte, sie wäre längst entlassen worden. Das war sie, Mutter. Was wollen die denn hier? Was denkst du denn? Dann hast du also angerufen? Und die ganze Zeit hast du mir gesagt, du wüsstest nicht, wo sie wäre. Natürlich wusste ich, wo sie war. Sie ist doch dazu verurteilt worden. Wo sollte sie sein? Alle verrückten Mörder kommen in eine geschlossene psychiatrische Anstalt. Aber nachdem sie entlassen wurde, ich habe angerufen, ich habe sogar schriftlich nachgefragt. Vielleicht sollten Sie diese Informationen nicht weitergeben. Wer hat das veranlasst? Dieselbe Person, die das für alle Beteiligten für das Beste hielt. Ist sie nun oder ist sie noch nicht offiziell entlassen? Mutter, als du das Krankenhaus verlassen hast, hast du das doch mit Erlaubnis getan. Meine Güte, sie ist nicht ausgebrochen. Sieh sie dir an, sie würde nicht mal aus einer Telefonzelle herausfinden. Was will dann der Arzt hier? Die haben mit sowas Erfahrung, die wissen, was zu tun ist. Bitte zieh dir deinen Mantel an. Wieso? Wir haben doch noch gar nicht gegessen und ich habe mich überhaupt noch nicht amüsiert. Du weißt wieso. Wir hatten eine Vereinbarung, nicht wahr? Wer hatte eine Vereinbarung? Wie lautet die Vereinbarung? Wovon redet er überhaupt? Ihre Entlassung knüpfte sich an gewisse Bedingungen, die ausgehandelt wurden, eine Art Bewährung sozusagen. Wie lauten die Bedingungen? Ich wollte doch nur helfen, ich wollte euch nur meine Dankbarkeit Pamela, zeigen. Pamela, bitte, wie lauten sie? Einmal die Woche melden, dann Medikamente, kein Kontakt zu Mitgliedern der Familie, besonders zu Mason. Hältst du dein Versprechen? Unglaublich. Es gab also Besprechungen und Konferenzen. Und du warst da, hast sie gesehen und mit den Ärzten geredet. Und hast mir nichts davon gesagt. Ich tue, was ich für richtig halte. So gut solltest du mich allmählich kennen. Bitte zieh jetzt den Mantel an. Ich mag es gar nicht, wie du mit Mason redest.
Daddy, ich finde, du solltest... Ich weiß schon, wie ich sie behandeln muss. Oh ja, natürlich. Du behandelst sie einfach wundervoll. Fragt ihn mal nach Rosas und Rubens Land. Ich rede mit dir, Pamela. Das war im ersten Jahr. Fragt ihn, fragt Rosa. Was hat sie denn jetzt damit gemeint? Das kann ich nicht sagen. Rosa, bitte sagen Sie Dr. Lee, dass wir ihn dringend brauchen. Habe ich mich nicht immer um dich gekümmert? Ich habe dich besucht. Ich habe dir alle Sachen gebracht, die du wolltest. Ich habe dich nur um etwas gebeten, einen winzigen Gefallen. Für den Rest ihres Lebens ganz allein zu leben? Zu sterben, ohne je ihren eigenen Sohn wiedergesehen zu haben? Einen winzigen Gefallen? Bist du jetzt vielleicht glücklicher? Wo du sie gesehen hast, bist du jetzt glücklicher? Sie ist meine Mutter! Da lässt sich wohl nichts machen. Frag Cassandra. Wenn ich doch nur den widerlichen Teil von dir in mir erwürgen könnte. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Mason. Was hast du dir gewünscht, Schatz? Mutter. Oh nein. Schatz, ich darf dir doch nichts verraten. Mutter. Nein, nein, Sissi, sag ihm nichts. Es ist vielleicht in deinem oder in Mamis und Daddys Zimmer. Oder vielleicht in der Küche, wo Rosa Sachen versteckt. Du musst überall sehr, sehr gründlich suchen, Schatz. Du musst in jedem Winkel und in jeder Ecke suchen. Und wenn du es findest, wird sich dein Wunsch erfüllen. Jeder Wunsch von dir wird sich erfüllen. Und zwar hier in diesem Haus. Geh und such. Oh, Schatz, du glaubst doch nicht, dass ich es dir zu schwer gemacht habe. Nein, das glaube ich nicht. Oh. Schatz, was ist los? Ich weiß nicht. Ich will so vieles. Oh, Schatz, mein Liebling, es ist ja alles gut. Oh, du machst mich so wahnsinnig glücklich, dass ich manchmal... Findest du mich immer noch schön? Oh ja, mehr als je zuvor. Du bist ein charmanter Lügner. Du bist so ein gottverdammter Lügner. Was hast du? Oh, ich weiß. Du willst deine kleine Schauspielerin, diese Hollywood-Hure. Sophia ist nicht hier. Oh, mein Gott. Pamela. Pamela. Ja. Du musst gehen. Ist Daddy hier? Ja. Oh, Mann. Ich finde das richtig gemein von euch. Immer muss ich als Erste nach Haus. Das liegt daran, dass du nicht wie alle anderen bist. Du pass mal lieber auf, was du so in der Öffentlichkeit von dir gibst. Ach, ich mag diese Strandpartys nicht. Sie sind so langweilig. Wenn es nach mir ginge, würde ich einfach mit der Hand wedeln und alle würden verschwinden. Bis auf dich natürlich. Pamela, Sie sagten doch, dass Sie meinen Vater kennen. Tatsächlich? Ja, sagen Sie es mir. Ich habe ihn bestimmt schon mal getroffen. Ich bin sicher, dass Daddy ihn kennt. Tja, dann grüßen Sie ihn von mir. Dad. Bitte nicht. Tu das nie wieder. Ich werde mich um Sie kümmern.
Bitte lass mich. Du tust mir leid. Naja, das brauche ich dir ja nicht zu sagen. Ich darf eigentlich gar nicht mit dir darüber reden, aber ich finde, du sollst Bescheid wissen. Ist das Mädchen verletzt? Was für eine dumme Frage, entschuldige bitte. Tja, weißt du, eine Tatsache, die ich sehr ermutigend finde, ist, dass sie ungeheuer wütend ist. Es gab eine Gegenüberstellung. Wir hatten Glück, sie hat ihn sofort identifiziert. Dash? Ja, Dash. Ich dachte eigentlich, das wären gute Neuigkeiten für dich. Mag sein, ja, ich allerdings weiß, der Fall hier liegt etwas anders. Ein Fremder im Dunkeln an einem Strand. Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ja, das verstehe ich. Wir müssen erst mal beweisen, dass er schuldig ist. Aber ich kann mir lebhaft vorstellen, dass ein Mann, der von einer Frau, die er gut kennt, kein Nein akzeptiert, sich erst recht nicht mit einer Unbekannten damit zufrieden gibt. Was ist? Ich glaube, ich wäre verrückt. Nimm's dir nicht so zu Herzen. Sie wird das schon irgendwie verkraften. Aber es ist überhaupt nicht ihretwegen. Oh Gott, hilf mir, das ist krank. Ich bin krank. Was ist? Was meinst du denn? Wie würdest du es denn sonst nennen? Da sitze ich hier und bin eifersüchtig. Wenn mir das ein anderer sagen würde, vielleicht ein Psychiater. Aber bis eben zu dieser Minute da dachte ich... Ich dachte tief in mir... Ich dachte ganz tief in mir, das sei nur geschehen. Ich dachte, dass er mich nur deshalb vergewaltigt hat, weil er mich auf seine kaputte Art, ich meine, dass er irgendwas empfunden hat, dass er mich geliebt hat und dass ich ihm etwas bedeutet habe. Ist ja gut. Hey, komm mal her, ich weiß ja, ist ja gut. Julia, ist ja schon gut. Hey, es ist alles gut. Sag das nicht, du bist überhaupt nicht verrückt. Ich sage dir, woran das liegt. Du verstehst nur einfach nicht seine Bösartigkeit. Du verstehst nicht, wie jemand so krank sein kann. Dass jemand angeblich aus Liebe Dinge tut, die nichts damit... zu tun haben, weißt du? Und das brauchst du auch nicht zu verstehen, wirklich nicht. Das muss überhaupt keiner verstehen. Hallo. Hallo, Augusta. Julia? Goose? Ich habe gesehen, wie Dash verhaftet wurde. Ja, in Verbindung mit einem weiteren Vergewaltigungsfall. Ja, wissen Sie, so etwas in der Art dachte ich mir bereits. Aber wir haben die Nachrichten gehört und da wurde nichts darüber berichtet. Es hat ein paar Stunden gedauert, bis wir Näheres wussten. Es ist erst heute Abend bei Dämmerung passiert. Um welche Uhrzeit? Viertel nach sieben, halb acht. Ist das wichtig? Nein. Tja, ich muss jetzt gehen. Es tut mir leid. Wie konnte das nur passieren? Seht mich an! Wie
konnte das nur passieren? Wie konnte es hier in diesem Zimmer dazu kommen, während wir alle dabei waren und zugesehen haben? Aber es war doch nur eine Frage der Zeit. Aber es ist bei uns passiert. Du wusstest besser als jeder andere, wie zerbrechlich sie ist. Du hast sie dazu gebracht. Du hast sie verhöhnt. Oh mein Gott. Ich habe sie verhöhnt. Sie ist für all das Unglück verantwortlich, das über diese Familie gekommen ist, bevor du zur Welt gekommen bist. Sie ist für Mason verantwortlich. Hast du nicht gesehen, dass er wie eine Marionette agiert? Wenn nun einer von uns so wäre, würdest du demjenigen auch die Schuld an allem geben? Du und deine Schwester, ihr seid aus härterem Holz geschnitzt, hoffe ich. Deine Gefühle in allen Ehren, Eden, aber ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass einer von uns Toleranz gefordert hat, als sie hier war. Weißt du, Mama, Mason hatte völlig recht. Sie ist tatsächlich eine Konkurrentin für dich. Du erträgst es einfach nicht, dass irgendjemand in deinem eigenen Haus einen Auftritt wagt. Und Kelly hat sich natürlich wieder verhalten wie ein kleines Kind, wenn es allzu unangenehm wird, dann tut sie einfach so, als sei gar nichts gewesen. Was meinst du denn damit, Eden? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich schreckliche Angst habe. Und ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass ihr das auch mit mir macht. Euer Leben. Euer hübsches Leben, euer perfektes Leben, eure satte Zufriedenheit wird Stück für Stück in die Brüche gehen. Wunde um Wunde, so sicher und vollständig, wie ihr sie die ganze Zeit zerstört habt, das verspreche ich euch feierlich. Denkt immer daran. Du solltest dich lieber wieder hinlegen. Ich kann nicht wieder einschlafen. Leg du dich hin. Du hast den Schlaf nötig, du musst dich schließlich noch erholen. Ich muss mich wohl dauernd von Wasser holen. Wenn ich das immer tue, wenn was schief geht, dann komme ich nie mehr aus dem Bett. Dash ist in Haft und es sieht so aus, als bliebe er da auch. Und wenn du aus irgendwelchen Gründen das Gefühl haben solltest. Ich weiß ja nicht, was in dir vorgeht. Du hast vielleicht in Bezug auf ihn Schuldgefühle. Oh nein, die habe ich nicht. Was dann? Ich dachte nur, er würde mich endlich in Ruhe lassen, doch das tut er nicht. Wie soll ich denn das verstehen? Ich habe das Gefühl, Dash ist ganz schön fertig. Was mir im Grunde ziemlich egal ist, solange er mich nicht mehr belästigt. Oh, jetzt fällt's mir wieder ein. Als ich ihn vorhin sah, bat er mich, dir etwas auszurichten. Doch natürlich habe ich das abgelehnt. Er ist schon wieder hier gewesen. Er fährt vors Haus und parkt dann irgendwo auf der Straße. Was macht er? Das ist schon das zweite Mal. Ich weiß nicht, ob er mich nervös machen will oder ob er mich angreift, wenn ich das Haus verlasse. Keine Ahnung. Warum rufst du da nicht die Polizei? Dann sagt er bloß, er parkt ganz legal auf einer öffentlichen Straße, so wie andere auch. Das wäre sein gutes Recht. Ich kann nichts tun. Eine Frechheit ist das. Und daher tue ich am allerbesten so, als hätte ich ihn gar nicht gesehen. Hast du es groß gesagt? Du musst ihn sofort benachrichtigen. Du musst auf der Stelle Bescheid sagen, bevor sie ihn auf Kaution freilassen. Er war heute schon wieder hier. Er war kurz nach 7 da und blieb etwa eine halbe Stunde. Deshalb sagte ich es Cruz nicht. Na gut, dann lass uns doch mal überlegen. Wenn er hier war, dann kann er das Mädchen nicht vergewaltigt haben. Richtig. Aber er hat das gleiche Verbrechen gegen dich verübt, hat gelogen und wurde nicht dafür bestraft. Da kann doch keiner von dir verlangen, dass ausgerechnet du ihm jetzt sein Alibi gibst. Soll ich auch die Wahrheit verschweigen? Die Wahrheit hat von Anfang an keine Rolle gespielt. Gottes Wege sind geheimnisvoll, aber diesmal weiß ich, wohin sie führen.
Was ist mit dem Mann, der sie vergewaltigt hat? Sie werden jetzt nicht mehr nach ihm suchen? Nein, sie würden ihn sowieso nicht mehr finden. Sie hat Dash eindeutig identifiziert. Selbst wenn sie den Mann wiedererkennt, würde sie vor Gericht damit nicht durchkommen. Wenn dir die Lösung eines Problems in den Schoß fällt, dann nimm sie an, auch wenn anderen damit noch nicht geholfen ist. An deiner Stelle würde ich jetzt ins Bett gehen. Ich glaube, dass du heute Nacht sehr gut schlafen wirst. Es läuft immer wieder auf dasselbe hinaus. Du und ich im Streit. Wenn du mir drohen willst, solltest du dein schwerstes Geschütz auffahren. Nur tu mir bitte einen Gefallen, mach es kurz. Es war ein langer, anstrengender Tag für mich. Ich weiß, wo sie jetzt ist. Du hältst mich nicht davon ab, sie zu sehen. Das brauche ich nicht. Sie wird gesund. Und dann bringe ich sie nach Hause und lebe wie früher. Mach dir keine Hoffnung. Ich glaube, dass das Krankenhaus nicht den gleichen Fehler noch einmal macht. Ich habe sie noch niemals zuvor in einem so schrecklichen Zustand erlebt. Das war heute Abend. Doch es wird besser. Ich mache sie gesund. Du hast sie nicht gesehen. Ich habe sie gesehen. Nein, gestern. Sie war so glücklich. Sie hat über alles gelacht und sich gefreut. Und heute Morgen. Was willst du denn damit sagen? Dass alles in Ordnung war. Vorher. Bevor du sie hergebracht hast, damit sie hier jeden quälenden Moment ihres Lebens noch einmal durchlebt. Na schön. Vielleicht ging es ihr besser. Vielleicht ging es ihr gut, aber jetzt nicht. Du hast es gewusst. Du wusstest, was ihr das antun würde. Natürlich wusste ich es. Wenn du es nicht wusstest, warst du hier der Einzige. Du! Du kanntest ihren Zustand. Besser als jeder andere wusstest du Bescheid. Und du hast noch nicht einmal versucht, all das zu verhindern. Was zu verhindern? Wen aufzuhalten? Dich? Bist du ein Kind? Muss ich dir sagen, was du tun sollst? Nein, nein, ich lasse mir das nicht mehr von dir vorwerfen. Ich brauche mir keine Vorwürfe zu machen. Ich tat mein Bestes, um dich vor ihr zu schützen und sie vor dir. Ich fühle mich in keiner Weise schuldig. Du wirst dich damit abfinden müssen, sie nicht wiederzusehen, denn auch die Ärzte wissen nicht genau, wie gefährlich diese Frau im Moment ist. Oder hast du etwa vor, wer weiß, sie das nächste Mal noch etwas Schlimmeres durchmachen zu lassen? Nicht, dass du dann wieder weinst, dann Big Daddy wird dann nicht da sein, um dich aufzuhalten. Was soll das? Was soll das? Willst du unser Besteck benutzen, um uns langsam zu Tode zu foltern? Oh, verzeih mir. Ich habe vergessen, wer du bist. Für einen Moment, oder war es ein Jahr, oder waren es zwei, dachte ich, du wärst ein Mann. Ich habe nie daran gezweifelt, wie viel ich dir bedeute. Ich weiß, dass eigentlich kein Moment am Tag vergeht, an dem du nicht an mich denkst. Es wird eine Zeit geben, wann auch immer, da werde ich tot sein. Und solange du lebst, das weiß ich genau, wirst du noch an mich denken. Und der Gedanke erfreut das Herz eines Vaters. Es soll ja Stämme geben, die das Herz ihres Vaters essen, damit sie ihn niemals vergessen. Dein Herz gebe allerdings ein armseliges Mal. Du kannst viel vom Sterben reden. Du stehst zwar schon am Abgrund der Hölle, aber du springst nie. Das ist frustrierend, nicht wahr? Es passiert vielleicht, wenn du schläfst. Möglich wäre es schon. Gute Nacht. Und wenn es geschieht, gehört das Herz mir allein. Ich wollte eigentlich Cruz oder Michael Donnelly? Ja, ist der einer von den beiden begegnet? Sie sagen einem hier gar nichts, wirklich nichts. Die bringen einen hierher und lassen einen endlos warten. Dann bringen sie einen woanders hin und lassen einen warten.
Und dann kommen sie rein und fragen einen nach dem Geburtsdatum und dann gehen sie und ich warte. Und das Geburtsdatum rückt immer mehr in die Ferne. Oh ja, ich verstehe. Ich wusste, du kommst. Wie bitte? Ich wusste, dass du irgendwann kommst. Ich weiß, dass du mich gesehen hast. Muss ich jetzt wissen, wovon du eigentlich sprichst? Na schön, dann sage ich nichts mehr. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich dich kenne. Du meinst, du dachtest, dass du mich kennst? Sei dein Beginnen boshaft oder liebreich. Du kommst zu mir in so fragwürdiger Gestalt. Ich rede doch mit dir. Unglücklicher armer Mason. Denn ich habe ihn gekannt, Horatio. Er war ein Mann, nehmt alles nur in allem. Ich werde niemals seinesgleichen sein. Und jetzt? Zu Grausamkeit zwingt bloße Liebe mich. Schlimm fängt es an und Schlimmes naht sich. Ruhe. Ruhe. Mein verstörter Geist. Ich wünsche uns was für uns beide. Die ruf ihn doch an, sprich mit ihm. Nein. Er stellte sich selbst ins Abseits. Süß, wie du da stehst, mein Törtchen. Die alten Griechen haben gedacht, dass das Universum auf einer Schildkröte steht. Was soll's? Meins steht im Moment auf einem glänzenden neuen Dreieck. Dankeschön, Mami. Mögen noch viele glückliche Tage folgen.
Ich muss mit Ihnen sprechen. Unter vier Augen. Lassen Sie sich von mir nicht stören. Betrachten Sie mich als Teil der Einrichtung. Ich nehme an, Sie sind von der kleinen Szene gestern bei den Carpools ganz angetan. Aus Ihrem kurzen Bericht musste ich schließen, dass es furchtbar war. Genau das wollten Sie doch, oder etwa nicht? Der ganzen Welt verkünden, seht nur, das ist meine kostbare Tochter. Ich wollte es Ihnen überlassen, wann Sie es öffentlich machen. Mir wollten Sie es überlassen? Das ist ja ganz was Neues. Unglücklicherweise, Mrs. Lockridge, ist es ganz anders gekommen. Offenbar habe ich seit dem Tage meiner Geburt auf mein Schicksal keinerlei Einfluss. Ich bin nicht hier, um mich an Ihrer Schulter auszuweinen. Und warum sind Sie hier, Schätzchen? Weil ich wissen möchte, wer mein Vater ist. Das habe ich mich allerdings auch schon gefragt. Minks in den Fängen der Leidenschaft wälzt sich auf den Polstern des Familien-Rolls-Royce. Vielleicht war es ja der Chauffeur. Es reicht, Augusta. Etwas erstaunlich finde ich Ihren Sinneswandel schon. Schließlich hat Sie bis vor kurzem die Identität Ihres Vaters nicht weiter interessiert. Ich habe es mir anders überlegt. Ich habe meine Geburtsurkunde eingesehen und da stand zu lesen, der Vater sei unbekannt. Ich habe mich schon immer gefragt, wie die weibliche Form von Bastard wohl heißt. Warum ist das eigentlich so wichtig für Sie? Ich habe ein Recht, es zu erfahren. Wer weiß, vielleicht will ich eines Tages selbst ein Kind haben. Da empfiehlt es sich doch wohl, seine Erbmasse zu kennen. Von den Krankengeschichten meiner Vorfahren ganz zu schweigen. Hat es je Fälle von Schwachsinn gegeben? Welche Farbe könnten die Augen meines Kindes haben? Ach ja, und mein Vater, ist er auch dunkelhaarig und weiß er, dass ich existiere? Nun, den genetischen Lockridge-Code zu knacken, dürfte so schwer nicht sein. Alle sind halsstarrig und maßlos von sich eingenommen. Lionel hat uns ja das Verheerendste erspart, aber Sie, kleine Schwester, unbekannt. Halt dich da raus! Weißt du was, Minx? Zumindest gibt es eine ausgleichende Gerechtigkeit, die alle Erziehungstheorien über den Haufen wirft. Du hast zwei Kinder zur Welt gebracht. Das eine hast du großgezogen, das andere nicht. Und beide misstrauen dir als Erwachsene. Das muss genetisch vorbestimmt sein. Mir blieb nichts anderes übrig. Ich hielt es für das Beste. Sie meinen wohl, was für Sie das Beste war? Ja, was das angeht, muss ich Cassandra recht geben. Lionel ist nicht begeistert davon, wie du dich in dieser Angelegenheit verhalten hast. Um ein Haar wäre mir Affäre rausgerutscht. Du hast es erstklassig vermasselt. Ja, und dafür habe ich meinen Teil abbekommen. Ich möchte doch nur Ihr Bestes. Was kann ich für Sie tun? Sagen Sie mir, wer mein Vater ist. Tut mir leid, das kann ich nicht. Wie meinen Sie das? Sie können nicht oder Sie wollen nicht? Egal wie, es läuft so oder so auf das Gleiche hinaus. Sie müssen mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass es für Sie besser ist, das nicht zu wissen. Komm schon, Julia, du gehst doch immer vor 10 Uhr in die Kanzlei. Tut mir leid, meine Sekretärin ist heute nicht da. Ich muss mich selber drum kümmern, aber ich werde mich kurz fassen. Julia Wainwright? Ich bin's. Mason? Kommt mein Anruf ungelegen? Ja, eigentlich schon. Was ist denn? Ist da was dran? Dass der Schnickels davongekommen ist, weil du ihm ein Alibi verschafft hast? Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Ich wusste, wo er war, als die Tat begangen wurde. Ich habe einen Klienten. Lass dich nicht stören. Ist denn noch irgendwas? Nein. Ja, ich wollte dich noch fragen, wie es dir geht. Mir geht's wirklich ganz hervorragend. Wie schön für dich. Du mutest dir nicht zu viel zu. Nein, ich denke nicht. Hör zu, ich muss jetzt auflegen. Schon klar. Ist was passiert, Mason? Nein, ich halte dich nur von der Arbeit ab. Bruce, ich bin's, Ihr Chef. Ist Cassie schon da? Gut. Hören Sie, ich möchte, dass Sie alle Akten wegschließen. Und das gilt ganz besonders für die unter dem Buchstaben C. Genau. Und sollte Miss Benedict nach Ihnen verlangen, sind Sie versiegelt. Wenn sie Ihnen deswegen Ärger macht, verweisen Sie sie an mich. Gut. Also, das Spiel kann losgehen. Hören Sie, was würde passieren, wenn in die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählen werde,
Leute verwickelt wären, mit denen sie bekannt sind. Schwierig zu sagen. Ich würde mich schon bemühen, unparteiisch zu sein. Im Falle eines Interessenkonflikts würde ich sie aber an einen Kollegen von mir verweisen. Was hier drin gesagt wird, das... Behandle ich natürlich vertraulich. Und darauf habe ich Ihr Wort. Sie können Vertrauen zu mir haben. Ich verstehe nur nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe eine Entscheidung zu fällen. Diese Entscheidung hat auf mein weiteres Leben Einfluss. Das Risiko ist gewaltig, das ich eingehe. Egal, was ich tue. Ich befinde mich in einer Zwickmühle. Was ich auch mache, es kann nur böse enden. Das kann jedem passieren. Robert, darf ich Ihnen mal einen Rat geben? Der ist kostenlos. Wir halten mal die Uhr an. Meine Sicht auf unser so hochgeschätztes Rechtswesen ist umfassender geworden nach meinen erst kürzlich gesammelten Erfahrungen vor Gericht. Gesetze waren noch niemals absolut. Die Frage ist, wie legt man sie aus? Sie sind eine Frage der Interpretation. Ein Richter kann dir helfen, er kann dich aber auch ins Gefängnis bringen. Es heißt da zwar so schön, wir hätten ein geeignetes System für die Gleichbehandlung, aber manchmal ist die Gleichheit nicht mehr gewahrt, weil jemand seinen Finger auf die Waagschale legt. Mit der Anmerkung gerade eben waren Sie nicht unbedingt ein Sprachrohr der Anwaltsvereinigung. Missverstehen Sie mich bitte nicht. Ich stehe hinter dem, was ich tue, aber meine Gedanken mache ich mir schon noch. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Damit will ich sagen, dass das Gesetz eine schroffe Geliebte ist. Sie ist launisch, verführerisch und listig. Entweder beweist sie dir ihre Liebe oder sie frisst dich auf und spuckt dich wieder aus, wie sie es mit mir gemacht hat. Tja, das ist das Risiko. Ja, allerdings. Angenommen, ich frisiere die Geschichte zu meinen Gunsten und ich schildere Ihnen eine rein hypothetische Situation. Wenn Ihnen damit geholfen ist? Ich glaube schon, ja. Hören Sie, bevor ich jetzt weiter ins Detail gehe, hätte ich ganz gern noch etwas Schriftliches in der Hand, was mir Ihre Vertraulichkeit zusichert. Gut, ganz wie Sie wollen. Hier, wenn Sie mir das bitte unterschreiben würden. Unterschreiben Sie es doch als Erste. Wie Sie wünschen. Danke. So, jetzt sind Sie dran. Sehen Sie, das war doch gar nicht so schwer, nicht wahr? Nein, war es nicht, aber das eigentlich haben wir noch vor uns. Ich möchte Ihnen jetzt die Geschichte von einem Mann erzählen und den nenne ich, sagen wir, Hugh. Wir sind keine Durchschnittsfamilie. Das sollten wir uns immer wieder klar machen. Und wenn es dir noch so sehr gegen den Strich geht, respektiere, dass Pamela Masons Mutter ist. Das war ein Fehlgriff der Natur. So kann man es auch nennen. Aber ganz unbeteiligt warst du auch nicht. Sicher, er war noch klein, als er von seiner Mutter getrennt wurde. Deswegen hat er nicht weniger gelitten. Was er brauchte, war die Fürsorge einer Mutter. Das kannst du ihm heute doch nicht vorwerfen. Warum? Wir waren doch immer gut zu ihm. Das kann ich dir auch nicht sagen. Als Kind war er oft wütend auf mich, weil ich nicht Pamela war. Und auf deine Art hast du ihm Vorwürfe gemacht, dass er Pamelas Sohn ist. So ein Unsinn, das ist einfach nicht wahr. Eddie, Mama unterstellt dir doch gar keine Absicht. Nur leider hat es Mason so empfunden. Bitte halt dich da raus, Kelly. Das kann ich nicht. Ich hänge an unserer Familie, genauso wie du. Eden und ich hatten immer dich und Mama. Aber Mason hatte nur eine Hälfte, die dazu noch sehr viel Zeit auf andere Dinge verwendet hat. Da war für ihn nicht sehr viel übrig. Soll das vielleicht heißen, ich bin mal wieder schuld das und niemand sonst? Das sagt doch keiner. Vorwürfe haben wir uns alle zu machen. Aber ich finde schon, du hättest ihm sagen müssen, dass sie aus der Klinik entlassen worden ist, damit er selber entscheiden kann, ob er sich mit ihr treffen will oder nicht. Und wozu? Er hat sich doch noch nie in seinem Leben entscheiden können. Hör mal, wenn du ihn gar nicht erst entscheiden lässt und wenn es für seine Mutter Pamela ist, kannst du sicher sein, dass er dich irgendwann mal hat? Er stellt dich auf die Probe. Das mutet er dir alles zu, weil er herausfinden will, ob du ihn liebst. Alles, was er je angepackt hat, ist am Ende nichts geworden. Daddy, dann hilf ihm bitte. Die Oase war die erste Sache, die Mason ganz selbstständig angefangen und zu Ende geführt hat.
Darauf war ich mächtig stolz und das weiß er. Ja, du warst stolz. Aber er hatte eigentlich ganz andere Träume. Er hat es gemacht, weil er geglaubt hat, dass er dir einen Wunsch erfüllt und du dich darüber freuen würdest. Sein Auftritt gestern war zu viel. Er will mich für Pamelas Leid verantwortlich machen. Und dafür soll ich ihm jetzt doch noch dankbar sein. Ihr zwei seid gestern beide ausfallend geworden. Daddy, ich habe mich ja auch sehr über ihn geärgert, aber er ist mein Bruder. Und er will sich mit mir treffen. Was soll ich ihm ausrichten? Sag ihm, dass wir ihn lieben. Und sag ihm, dass er es sich gut überlegen soll, ehe er etwas Unwiderrufliches macht. Und er möchte seine Erwartungen nicht so hoch stecken. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Sie so prompt zurückrufen. Danke. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es ist etwas heikel. Ich habe erfahren, dass Millionen Liter Wasser, die zu verlieren Santa Barbara sich nicht leisten kann, illegal von einer Wasserstelle abgepumpt werden. Und zwar liegt die innerhalb des Stadtgebietes. Und obwohl der Wasserspiegel in der letzten Zeit so drastisch gefallen ist, wollen die uns jetzt auch noch den Hahn ganz abdrehen. Das bedeutet, dass unsere Stadt, wie heißt es, noch den Bach runtergeht. Sollten Sie interessiert sein, könnte ich Ihnen noch mehr Einzelheiten dazu liefern. Ach ja, der Konzern, der für dieses gewissenlose Verbrechen verantwortlich ist, heißt Cambridge Wasser. Dessen Vorsitzender und hauptverantwortlicher Geschäftsführer ist Mr. C.C. Capwell. Mein Freund Q. Ihr hypothetischer Freund. Genau. Der hat sich offenbar in eine etwas schwierige Lage manövriert. Angefangen mit einer Entführung und der Verschleppung seines Opfers über die Staatsgrenze. Oh, Schwerverbrechen erster Klasse. Ihr hypothetischer Freund ist in keiner guten Lage. Ja, nur dummerweise, nennen wir es mal die Ironie des Schicksals, existiert für all seine Verbrechen nicht der geringste Beweis. Man kann ihm nichts nachweisen. Die Beweise muss die Staatsanwaltschaft schon auf den Tisch legen. Ohne Beweise geht nichts. Gut, und für den Fall, dass jemand versucht, ihn zu erpressen, weil er vielleicht dabei war. Eine Person, die dafür sorgen kann, dass er eingesperrt wird, wenn die Sache vor Gericht kommt. Ganz einfach. Dann muss sie verschwinden. Verzeihen Sie, ich habe mich wohl verhört. Entschuldigen Sie. Das ist mir nur so rausgerutscht. Das war nicht sehr professionell von mir. Erzählen Sie das ja nicht weiter. Tun Sie mir den Gefallen. Nein, Sie können es ruhig rumerzählen. Schließlich und endlich steht nur Ihr Wort gegen meins. Ich koche jetzt das Mittagessen. Rosa, wie lange sind Sie bei uns? Schon sehr lange. Vielleicht zu lange. Haben Sie von Ruben jemals was gehört? Nein. Sind Sie noch mit ihm verheiratet? Verzeihen Sie, ich habe zu tun. Augenblick. Ich wollte mich bei Ihnen noch für den Vorfall gestern entschuldigen. Pamela hat da so eine kleine Bemerkung fallen lassen, in der es um das Land ging. Für Sie war das eine Kleinigkeit. Für Ruben und mich war dieses Land alles. Es war aber ganz legal. Wenn Sie das sagen. Es ist viel Zeit vergangen. Das heißt nicht, dass ich es vergessen habe. Ihren Streit mit Mason heute Nacht habe ich gehört. Es war, als würde Ruben dort stehen, hätte ich meine Augen geschlossen. Ihn haben Sie genauso behandelt wie Ihren Sohn. Als wäre er ein Nichts. Wenn das so ist, wieso verlassen Sie uns nicht? Ruben ist nicht mehr da. Santana ist krank. Wohin soll ich gehen? Sie hassen mich nicht, wahr? Hass ist ein Luxus für die Reichen. Solche Gefühle gestatte ich mir nicht. Verschwinde, Augusta, ich möchte mit Cassandra ungestört reden. Kommen Sie ihr bloß nicht zu nahe, Cassie. Sie frisst ihre Jungen. Ich entschuldige mich für Augusta und auch dafür, was sie Ihnen gestern angetan hat. Was hat er zu Ihnen gesagt? Nichts. Aber sein Schweigen hat Bände gesprochen.
Es war eigenartig. Sein Gesicht drückte genau die gleichen Gefühle aus, die ich hatte, als sie mir die Wahrheit sagten. Schock, Entrüstung und Verrat. Niemand hat ihnen beigestanden? Daran bin ich seit Jahren gewöhnt. Ja, da ist was dran. Ach, wofür ist denn so ein Name schon gut, hm? Ich wäre allerdings sehr froh, wenn ich den Namen Lockridge nie gehört hätte. Ich hasse ihn. Und ich hasse einfach alles, wofür er steht. Mag sein, zu Recht. Aber eine Sache sollten Sie vielleicht bedenken, Cassie. Und möglicherweise kann Ihnen das auch ein wenig Trost geben. Damals, als ich Sie weggab, da waren Sie eine Minute alt. In dieser Minute hatte ich Zeit, Sie genau kennenzulernen und mir alles einzuprägen, was mir auffiel. Ich wollte, dass nichts verloren geht. Mir war von vornherein klar, dass das die einzige Erinnerung an Sie sein wird. Aber in dieser einen Minute habe ich Sie lieb gewonnen. Wie viel Zeit hat man Cici geschenkt? Zeit, die man in Jahren nicht in Augenblicken misst. Die einem in Erinnerung bleiben und in denen man Fotoalben füllt, Wunden heilt und sehr, sehr viele Tränen wegküssen kann. Der stolze Papa war er, ehe er das eine Wort gehört hat. Lockridge. Ja, und da fallen die Kepwell'schen Gebäude plötzlich auseinander. Sie entdeckten einen Verräter unter sich. In dieser Minute, die ich gebraucht habe, sie zu lieben, hat Cici sie verstoßen. Wer begeht hier die größere Sünde? Ich liebe sie, Cassie. Sie kennen die Bedeutung dieser Worte nicht. Ja, damit mögen Sie recht haben. Und Cici? Ich kann ihm seine Reaktion nicht vorwerfen. Ich hätte ihn sofort einweihen müssen, als ich es erfuhr. Langsam glaube ich, Augusta hat recht. Lockridge, jetzt reagiere ich auch schon wie eine Lockridge. Hinterhältig und unaufrichtig. Sie wissen, dass jeder von uns schon Dinge getan hat, die beschämend sind. Aus verschiedenen Gründen. Vielleicht auch nur, weil da alte Wunden sind, die wir heilen wollen. Sie haben doch auch keine blütenreine Weste, Cassie. Aber ich würde mir niemals anmaßen, über Sie Gericht zu halten. Ich hatte auch nicht erwartet, dass Sie das verstehen können. Ich würde es aber gern. Ich werde jetzt gehen. Zurück zu den Catfells? Wenn ich da noch willkommen bin, ja. Dann habe ich noch einen Rat für Sie. Beherzigen Sie ihn. Wenn Sie dort über die Schwelle gehen, dann sollten Sie sich sehr aufrecht halten. Gehen Sie nie auf die Knie. Und das nicht nur vor den Catwalls. Gerade weil es Ihnen nicht passt, werde ich notfalls auf Händen und Füßen zu Ihnen zurückkriechen. Und das nur, um Ihnen hinterher genau zu berichten, wie es war. Wie geht es dir denn nach deiner gestrigen Vorstellung? Wie hat die lokale Kritik reagiert? Willst du das wirklich wissen? Mhm. Mason Capwell gab gestern in unserer Stadt ein Gastspiel mit seiner alten Ein-Mann-Show. Schauplatz, ein intimes Abendessen, bei dem geladene Gäste unwissentlich in das Spiel mit einbezogen wurden. Das Affentheater war sehr wild, brutal, ungezügelt und undiszipliniert. Capwell ist ganz in seinem Element gewesen, das phrasendreschende, ungehorsame Kind. Seinen Mitspieler schlug er auf offener Szene K.O. Und bevor noch der Vorhang gefallen war, da spielte Capwell vor einem leeren Haus. Er hatte nicht gemerkt, wann es Zeit war, von der Bühne abzugehen, ohne sich lächerlich zu machen. Bravo, Kelly. So hoffnungslos bist du gar nicht. Ich würde gern dasselbe von dir sagen. Nur Narren haben gar keine Hoffnung. Wieso verhältst du dich so? Das weißt du so gut wie ich. Mason, was soll das? Du wolltest das Daddy und Mama zeigen, aber stattdessen warst du zu Pamela beleidigend. Du triffst dein Ziel immer, aber hinterher lässt du dann auch nichts weiter als Trümmerhaufen zurück. Du verletzt unschuldige Menschen damit. Tut mir leid, dass du ins Kreuzfeuer geraten bist. Mein Ärger galt Dad und Sophia, nicht dir. Das
darf doch wohl nicht wahr sein. Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Was glaubst du vielleicht? Jetzt geht es erst richtig los. Hör auf, Mason. Lass den Blödsinn. Ich warne dich. Zu spät. Das kann ich nicht. Denn ich habe längst die Kontrolle darüber verloren. Ich kann es nicht mehr aufhalten. Weder Daddy, Sophia noch du können daran etwas ändern. Ich wollte Cassie im Büro anrufen. Da ist sie nicht. Ich war bei Minx. Wir haben uns Sorgen gemacht. Habt ihr einen Augenblick Zeit? Ich bezweifle, dass wir uns noch was zu sagen haben. Cici, ich möchte mich entschuldigen. Ich weiß, ich hätte dir die Wahrheit sagen sollen. Ich dachte einfach, es wäre noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Der richtige Zeitpunkt wäre der Moment gewesen, als du es erfahren hast. Und was hätte ich sagen sollen? Cici, ich bin Minx Lockridges Tochter. Hättest du es mir gesagt, wäre alles in Ordnung. Das wollte ich ja auch. Ich war so oft nah dran, aber dann sind mir einfach nicht die richtigen Worte eingefallen. Hat Minx dich gebeten, nichts zu sagen? Nein, hat sie nicht. Es war meine Entscheidung, ganz allein meine. Ich hatte einfach Angst. Und wovor? Vor deiner Reaktion. Cassie, jahrelang dachten wir, du wärst tot. Deine Heimkehr kam für uns einem Wunder gleich. Wir hätten es nicht für möglich gehalten, dass du es darauf anlegen könntest, dass wir dich von uns weisen sollen. Das aber wäre ein Grund. Tja, und genau deshalb will ich dich auch um Verzeihung bitten. Ich hätte es verstanden, wenn du mir vertraut hättest. Verstehen? Cici, ich verstehe es doch schon nicht. Minx Lockridge ist und war nicht meine Mutter. Ich fühle mich euch zugehörig, aber nicht ihr. Jedenfalls dachte ich das. Wisst ihr, als ich noch im Waisenhaus gelebt habe, bevor ich zu euch gekommen bin, habe ich mich jedes Mal vor dem Einschlafen gefragt, wer meine Eltern sind. Ich wollte unbedingt wissen, wer sie sind. Als ich an meinem ersten Tag bei euch am Abend im Bett lag, hatte ich nur einen einzigen Gedanken im Kopf, und zwar, dass ich sehr glücklich bin. Endlich hatte ich Menschen gefunden, zu denen ich gehörte. Ich habe nie mehr zurückgeschaut. Und eines Tages betritt meine Mutter die Szene. Erst gibt sie mich weg und dann will sie mich zurück. Was hast du ihr gesagt? Dass sie zur Hölle fahren soll, wenn es nach mir geht. Und jetzt warte ich eigentlich nur darauf, dass du mir dasselbe sagst. Was soll ich dir sagen, Cassie? Es ist nicht das erste Mal, dass eines deiner Geheimnisse auffliegt. Ich erinnere nur an gestern Abend. Ich bin einigermaßen erschüttert von dir. Ich weiß, dass es falsch war. Ich wollte dich nur nicht verlieren. Cici, bitte sag mir, dass du mir vergibst. Bitte sag mir, dass du mir wieder vertraust. Wie soll das gehen? Nach allem, was passiert ist, wie soll ich dir jemals wieder vertrauen? Tut mir leid, den Witz eben habe ich nicht verstanden. War auch nicht so gemeint. Ich muss mich entschuldigen. Kommen wir zurück auf Ihren Freund Q. Fassen wir zusammen, ein Entführungsfall mit anschließender Verschleppung außer Landes. Und dann wäre da noch eine Person, die ihn möglicherweise anzeigt. Stimmt das so ungefähr? Nicht ganz. Es ist so, mein Freund ist nicht derjenige, unter dessen Namen er lebt. Sein Zwillingsbruder wurde ermordet. Und er nahm sozusagen seine Identität an. Und er wurde wiedergeboren als Robert Barr. Mein Gott. Robert ist tot. Sie sind Quinn Armitage. Ich bin sozusagen der Erbe meines Bruders.
los, Malta? Wagner, wie viele Aktien hast du von Cambridge Wasser? Genauso viele wie du. Wieso? Weil ich heute meine abgestoßen habe und das würde ich dir auch raten. Bloß weil du dich mit Daddy gestritten hast? Mason, das ist eine solide Anlage. Wieso sollte ich sie verkaufen? Sagen wir einfach, ich hatte einen anonymen Tipp, dass sie wohl demnächst in den Keller gehen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und ich will es auch gar nicht wissen. Schlaues Mädchen. Jetzt will ich dir mal was sagen. Vergiss deinen Rachefeldzug gegen Daddy. Ihr zwei habt doch schon genug gelitten. Das stimmt schon, ich weiß. Das uralte Rätsel der Sphinx haben wir auch genug gelitten. Wir müssen unsere Grenzen bestimmen, um rauszufinden, was der Mensch erträgt. Und wie viel man ihm noch aufbürden kann. Zu viel Leid schadet uns niemals. Es ist ein Balanceakt. Und wer weiß, vielleicht finde ich ja eines Tages mein Gleichgewicht. Du machst daraus auch noch ein Spiel. Ja, klar. Es ist ein Spiel. Das hier ist Dad. Und das bin ich. Stell dir die Welt als Schachbrett vor. Wir alle sind Schachfiguren, mit denen wir Schicksal spielen. Man will seinen Gegner schlagen, um letztendlich als der strahlende Gewinner aus dem Rennen zu gehen. Und matt, genau so läuft es. Sie sind ein Gauner und ein Lügner. Es ist einfach unglaublich. Also nicht nur, dass sie Robert entführen, nein, sie stehlen auch noch seinen Namen und wagen obendrein, mir das zu erzählen. Nun ja, ich... Also Flame hat Robert getötet. Dann war die Haft von Kelly und alles, was damit zusammenhing, für den Mord an dem falschen Mann. Nur fehlt es an Beweisen. Es ist ja wohl Beweis genug, wenn eine unschuldige Person 2 Meter unter der Erde mit einer Kugel in der Brust gefunden wird. Ja, aber die Kugel sollte in Wirklichkeit mich treffen. Ach so, eigentlich wollte Flame sie erschießen. Dann ist sie also die Person, die ausplaudern könnte, dass sie in Wirklichkeit ein anderer sind. Ja, und genau deswegen bin ich hier. Ich glaube kaum, dass ich Ihnen helfen kann. Ich kann ja gar nicht die Konsequenzen dieses unglaublichen Tatbestandes erfassen. Wenn Sie jetzt mit der Wahrheit herausrücken, wird der Fall von Roberts Tod wieder völlig neu aufgerollt werden und es wird eine neue Anklage geben. Und für Timmons wäre das ein Albtraum, denn er muss die Anklage vertreten. Wie könnte das Ihrer Einschätzung nach ausgehen? Nicht besonders gut. Schon allein die Freiheitsberaubung wird Sie vermutlich ein paar Jahre Gefängnis kosten. Vielleicht lässt Timmons ja auch ein bisschen mit sich handeln, nur damit diese Geschichte nicht in die Schlagzeilen gebracht wird. Aber Sie gehen ein gewaltiges Risiko ein. Warum wollen Sie das überhaupt? Wozu das Ganze? Was gewinnen Sie dabei, wenn Sie jetzt mit der Wahrheit rausrücken? Ich habe es einfach satt, in der Haut eines anderen Menschen zu leben. Ich wäre lieber tot, glauben Sie mir. Ich bin es so leid, in den Spiegel zu schauen und nicht zu wissen, wer ich eigentlich bin. Mein ganzes Leben in der Haut von Robert Barr zu stecken, ist, als hätte ich lebenslänglich bekommen, ohne jede Bewährungschance. Ich will da ganz einfach raus. Es wird niemand auf Sie warten, das ist Ihnen doch wohl klar. Kelly wird bestimmt auf mich warten. Mit dem Baby, das sie erwartet. Der Vater dieses Kindes bin ich. Nur das ist mir wichtig. Kelly und unser Kind. Wo wollen Sie hin? Hey, lassen Sie mich los! Ich wollte nur mal an Kellys Tisch, weil ich mich bei ihr entschuldigen will. Wie kommen Sie darauf, dass sie auf eine Entschuldigung von Ihnen Wert legt? Weil sie nicht wie sie ist. Sie macht anderen Leuten keine Vorschriften, wie sie zu leben haben, und sie verurteilt sie auch nicht. Sie würden sie jetzt bloß aufregen. Sie können mit mir reden, wenn Sie möchten. Oh, das würde Ihnen gefallen, nicht wahr? Klar, Sie platzen ja vor Neugier, was wohl auf meinem Gewissen lastet. Das geht Sie einen Dreck an. Sie möchten ja bloß, dass ich Ihnen die Bestätigung dafür liefere, was für ein verkommenes, haltloses, unmoralisches Mädchen ich doch bin. Wissen Sie was? Liebend gern wäre ich ein gutes Mädchen, dem all seine Sünden vergeben werden. Sie halten mich gerade davon ab. Doch ich glaube, so unähnlich sind wir zwei uns gar nicht. Sie sind doch besessen davon, mich zu demütigen, nicht wahr? Soll ich sie vor die Tür setzen? Wozu? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Sie erinnert dich an Quinn.
Mich erinnert im Augenblick alles an ihn. Schließlich erwarte ich sein Kind. Du wirst eine tolle Mutter sein. Meinst du wirklich? Dafür garantiere ich. Du darfst es nur nicht so wie Dad und Sophia machen. Was da am Ende rauskommt, siehst du an uns. Hast du noch so etwas auf Lager? Aber sicher. Es wird nicht einfach werden, wenn du dich entscheidest, das Kind allein großzuziehen. Doch wehe, du heiratest nur, um deinem Kind einen Namen zu geben. Den wird es haben. Deinen. Ich weiß einfach nicht, ob das reicht. Mach es dir nicht so schwer. Und wenn es dich eines Tages fragt, wer sein Vater ist, sag ihm die Wahrheit. Aber sag es ihm so, dass es damit nicht in Konflikt gerät. Es darf das Kind nicht aus der Bahn werfen. Sonst verbringt es Jahre damit, hinter etwas her zu sein, das es nicht gibt. Es heißt ja auch, du kannst nicht vermissen, was du nie hattest. Das ist natürlich eine Lüge. Das ist genau der Stoff, aus dem die Träume gemacht werden. Deshalb lass es von seinem Vater ruhig träumen. Lass ihm die Träume. Steh ihm nur bei, wenn es aufwacht, weil es dich dann am meisten braucht. Ich bin es, Mason. Komm zu dir. Wirklich nicht zu fassen. Dass ich einer werdenden Mutter Ratschläge erteile, ist schon irgendwie absurd. Ach, vergiss es einfach. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was ich dir raten soll. Bitte, Mason, renn nicht weg! So ein Wahnsinn! Haben Sie etwa geglaubt, dass das nicht auffliegt? Es ist wie am Schnürchen gelaufen, nur dass ich da jetzt wieder raus will. Aber wieso? Ich will wissen, was Sie dazu veranlasst hat. Ach, das ist eine lange und verworrene Geschichte. Ich versuche es dennoch. Die Wahrheit ist noch sehr viel sonderbarer, als man glaubt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich in Kelly verlieben würde. Darauf also wollen Sie hinaus. Sie wollen Kelly wiederhaben und von mir erwarten Sie Hilfe. Ich verstehe. Sie sind von so einer unglaublichen Frechheit. Ich weiß, ich habe eine Menge Fehler gemacht. Ach, ich bitte Sie. Keine Selbstzweifel, so schlimm war es nicht. Wirklich nicht. Ich meine, Roberts Tod, klar, den haben Sie mit eingerechnet. Naja, und Kelly erwartet von Ihnen ein Baby und hält Sie für tot. Ich weiß, Sie haben auch allen Grund, wütend auf mich zu sein. Das trifft es nicht. Ich bin stinksauer und von Ihnen angewidert. Ich bin entsetzt. Kelly wird Sie zum Teufel wünschen. Es kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein, wieder in Ihr Leben treten zu wollen, nach allem, was Sie ihretwegen durchgemacht haben. Aber sie braucht mich. Sie erwartet mein Baby. Ich will sie nur nicht verlieren. Oh, Sie Armer. Daran hätten Sie aber wirklich denken müssen, bevor Sie hintergingen. Ich könnte mir vorstellen, sie gibt Ihnen einen Tritt und spuckt Ihnen dann ins Gesicht. So wird sie nicht reagieren, das weiß ich vielleicht. In dem Moment, in dem sie es erfährt, aber... Ihre Egozentrik ist ganz erstaunlich. Oh, Kelly liebt mich noch und von dieser Tatsache gehe ich erst mal aus. Ach, Liebe. Die Wunderdroge, die garantiert bei jeder Frau einen Kniefall auslöst. Im Namen der Liebe, Halleluja. Mag ja sein, dass die Liebe alles wieder richtet. Ich weiß es nicht. Entschuldigen Sie, ich bin keine Expertin. Vermutlich haben Sie recht damit. Vielleicht will Kelly sie ja wiederhaben, wer weiß. Man glaubt nicht, was heutzutage alles möglich ist. In einer Welt, die so verrückt ist wie die unsrige, können Sie doch wohl aus dem Grab steigen. Kelly, ich weiß, dass Sie nicht mit mir sprechen Gehen wollen, sie aber... Bitte. Sofort. Ich will Ihnen nur noch etwas Wichtiges sagen und dann verspreche ich Ihnen, belästige ich Sie nie wieder. Ich muss hier raus. Kelly, ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen für die Qualen, die Sie meinetwegen ertragen mussten. Und dann wollte ich Ihnen noch etwas sagen. Es geht um Quinn. Ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Was ist los? Setzen Sie sich. Au! Was ist ein Tee? Ein Tee? Das sieht so aus. Ja, ich hab's. Da ist sehr gut. Und jetzt kommt ein O. Und jetzt ein P. Da? Das machst du gut. Jetzt schreib noch ein P. Und wieder ein T. Ein E. Nein, T. Ein E hat drei Arme, die zur Seite gehen. Ach ja, ich weiß. Ja. Und jetzt noch ein D.
ist denn nur das D? Sieh mal genau hin, dann findest du es. Wie sieht denn noch ein D aus? Das ist ein ganz gerader Strich, der einen dicken Buckel auf dem Rücken hat. Ach ja. Gut gemacht. Siehst du, jetzt kannst du schon richtig schreiben. Also ein D. Welche Wörter kennst du mit D? Mit D fängt an. Daddy, richtig. Und dunkles Verlies. Und eine kleine Kindersperre, wenn sie nicht artig sind und kräftig durchkitzle. Dann wollen wir mal sehen, was wir geschrieben haben. Wir haben geschrieben: furchtbare Einbruchsplage in Santa Barbara, die im ganzen Land Aufmerksamkeit erregt hat, offensichtlich gestoppt. Gestoppt hast du ganz allein geschrieben. Weißt du noch, was eine Plage ist? Krankheit. Richtig, Krankheit oder Elend, wenn es viel Elend gibt oder viele Leute, die Schaden erleiden. Weil zum Beispiel Bankräuber die Sachen stehlen, die anderen gehören. Ja. Ja. Jetzt sag mir mal, was wir als nächstes schreiben sollen. Inspektor Los Castillo. Ja? Wer ist das? Daddy. Genau, Daddy. Und was tut Daddy, um die bösen Bankräuber zu fangen? Nicht annähernd genug. Lässt der Schmerz langsam nach? Nein, überhaupt nicht. Atmen Sie tief durch, schön tief durchatmen. Ja, ist gut so. Was zum Teufel war hier los? Ich habe nichts getan. Ich wollte mich bei ihr entschuldigen, Kelly. Ich wollte sie bestimmt nicht aufregen. Hören Sie auf, lassen Sie mich haben bitte in Frieden. Ich will doch nur helfen. Sie haben genug getan. Bringen Sie ins Krankenhaus. Sie müssen sich entspannen. Wir bringen Sie hier weg. Ich rufe die Klinik an. Sagen Sie, wie heißt Ihr Arzt? Jameson. Könnten Sie bitte Dr. Jameson benachrichtigen? Na gut. Gut, vielen Dank. Glauben Sie, Sie können aufstehen? Na dann los. Ja, gut so. Sie brauchen mir wirklich nicht zu sagen, dass ich schuldig bin. Das weiß ich nämlich auch so. Und damit wollen Sie alles wieder in Ordnung bringen, ja? Es tut Ihnen leid. Wenn ich wüsste, wie ich es wieder in Ordnung bringen kann, wäre ich kaum hier. Sie brauchen keinen Anwalt, sondern einen, der Wunder vollbringt. Ich brauche einen unparteiischen Beobachter, der sich meine Version anhört. Jemand, dem ich auch vertrauen kann. Und das hier garantiert mir das auch. Ihnen tut die Sache überhaupt nicht leid, oder? Nur, dass sie nicht funktioniert hat, ärgert Sie. Sie würden dasselbe nochmal durchziehen, habe ich recht? Hören Sie, ich kann schließlich nicht ändern, was passiert ist. Es tut mir leid, aber ich kann's nicht. Also müssen wir wohl alle damit leben. Wie ungeheuer großzügig von Ihnen, sich selbst ohne Wenn und Aber zu verzeihen. Es freut mich, dass Sie auf alles eine Antwort haben. Was ich nicht verstehe, ist, dass Sie das von Anfang an so geplant haben. Zu Beginn haben Sie sich als Robert ausgegeben, um die Käpfers auszunehmen. Und dann haben Sie sich angeblich irgendwann ernsthaft in Kelly verliebt. Sie haben ihr aber leider nicht die Wahrheit gesagt. Sie haben sich wieder hinter Robert versteckt, aber dieses Mal nützt Ihnen das nichts. Ja, aber Quinn wäre für Jahre ins Gefängnis gewandert, wenn er damals in der Nacht nicht gestorben wäre. Wenigstens geben Sie zu, dass Sie ein Feigling sind. Ich wollte so nicht nur der Strafverfolgung entgehen. Ich wusste, dass Kelly sich niemals mit mir einlassen würde. Ich musste ein anderer Mann werden, einer, der ihr gefällt, wie mein Bruder. Ich hätte mir nie im Leben träumen lassen, dass ihr der echte Quinn gefällt. Anstelle von Mr. Wonderful, dass sie den bösen Zwillingsbruder mag. Wer hätte das gedacht, hm? Und jetzt erwartet sie mein Kind. Und wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, mich zu bekennen, dann jetzt. Ich brauche Ihren Rat. Ich brauche Ihre Hilfe. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nein, fahren Sie mich lieber. Ich möchte gleich aufbrechen. Na gut, ich hebe Sie hoch und trage Sie ins Auto. In Ordnung? Wenn Sie das Gefühl haben, Sie schaffen es nicht, sagen Sie es rechtzeitig. Dann hole ich einen Krankenwagen. Gut. Okay. Im Krankenhaus ist alles bereit. Dr. Jameson erwartet Sie dort. Gut, danke. Das Notfallteam steht bereit. Das beruhigt mich. Wir werden uns beeilen. Ganz ruhig weiteratmen. Er fragt, wo sie war und was sie getan hat. Sie ist doch wohl klug genug. Ihr wird schon irgendwas einfallen. Das konnte sie immer. Komm, verlier nicht die Nerven, Lisa. Gerate jetzt bitte nicht in Panik. Das Beste liegt noch vor uns. Hallo? Schatz, weißt du vielleicht, wo dein Vater ist? Ich muss ihn unbedingt sprechen. Nein, ist etwas passiert? Ja, Kelly wird gerade ins Krankenhaus gebracht.
Ich erhielt einen anonymen Anruf, vielleicht eine Fehlgeburt. Ich fahre sofort zu ihr. Oh, Mama. Ich komme auch gleich. Lisa, was ist denn? Ganz ruhig. Ich werde schon mit ihm fertig. Ich muss weg. Edens Schwester ist krank. Hoffentlich erholt sie sich bald. Ich möchte, dass du jetzt an nichts anderes als die Juwelen denkst. Wir ziehen das also durch, ja? Aber natürlich. Bis morgen sind die Lockridge-Juwelen in unserem Besitz. Ich fürchte nur, dass du sie leider allein stehlen musst. Ich habe nämlich wichtigere Dinge zu tun. Und jetzt verschwinde hier. Weißt du, wenn wir tatsächlich ein Baby kriegen, dann sollten wir uns auf alle Fälle dafür entscheiden, einen Jungen zu bekommen. Einen Jungen? Wieso? Wir haben doch Brandon. Ja, das ist richtig. Und Brandon ist großartig. Ich kann Jungs einfach besser verstehen. Ich wünsche mir nur ein gesundes Baby. Das Geschlecht ist mir egal. Aber Jungs sind eben unkompliziert. Mädchen sind anders drauf. Du weißt schon. Ich will das nicht weiter aussprechen. Sie verhalten sich oft so dass ich es nicht verstehe. Ihre Hormone und Launen und Stimmungen und all diese komplizierten Geschichten. Keith, ich liebe dich. Gelegentlich kann ich dich sogar leiden. Aber bitte, halte jetzt die Klappe. Mit Jungs kann man wenigstens Ball spielen und am Samstagnachmittag zusammen vom Fernseher hocken. Ich hasse das. Bälle und das Fernsehen. Töchter kannst du hübsch anziehen. Töchter gehen gern einkaufen. Und sie wollen wenigstens nicht zum Camping. Schatz, lass uns doch nicht streiten. Du hast recht. Ich will nur ein Baby. Ein Jungen, ein Mädchen. Behalte deine Gedanken nur für dich, denn deine Gedanken blockieren meine Gedanken und ich will darüber nachdenken. Also, sei bitte still und lass mich nachdenken. Ich bin so glücklich. Jetzt sind wir eine richtige Familie. Du und ich und Brandon und Keith. Natürlich hätten CC und Mason auch dein Vater sein können. Aber Keith hat schon seine Qualitäten. Jedenfalls ist er sehr intelligent und du bekommst bestimmt einen super hohen IQ. Und außerdem ist er meistens sehr gut zu seiner Familie. Weißt du, ich würde dir das alles nicht erzählen, wenn du es nicht verstehen könntest. Ich will dich ja nicht kränken, aber ich finde, das Gute an einem Baby ist, dass eine Mutter ihm alles erzählen kann, was sie auf dem Herzen hat. Das tut dem Baby nicht weh und ist eine Erleichterung für die Mutter. Und da wir gerade so ehrlich miteinander reden, will ich dir noch ein Geheimnis anvertrauen. Das ist etwas, was ich vor niemandem laut aussprechen würde. Ich will es aber laut sagen, am liebsten im Scheinwerferlicht. Ich hasse Sophia Capwell. Sie hält sich für so hübsch und so toll. Das ist sie nicht. Sie ist eine ganz falsche Person, das sage ich dir. Ich weiß, dass du das jetzt noch nicht verstehen kannst, aber du wirst schon sehen. Sie ist eine hinterhältige, falsche, alte Ziege. Ihretwegen bin ich diese Treppe darunter gestürzt. Ihretwegen hätte ich dich beinahe nicht bekommen, wären da nicht die Wunder der modernen Wissenschaft. Tja, ich finde, eigentlich hat sie das Gleiche verdient, was mir damals passiert ist. Was sagst du dazu? Na komm, mein kleines Schmusekätzchen. Du und ich, wir halten zusammen. Wir beide rächen uns. Ich habe einen Plan. Wir nehmen dein Spielzeug, verstehst du, und verteilen alles schön auf der ganzen Treppe. Ein kleines Mäuschen hier, ein kleines Auto da und dein Lieblingsteddybären dort. Und wie der Zufall es so will, habe ich viele, viele Murmeln in meiner Tasche. Wo ich die her habe, möchtest du wissen? Von deinem Bruder Brandon natürlich. Ich bin zufällig über das ganze Arsenal gestolpert, das Keith mit ihm zusammen unterhält. Also legen wir überall Murmeln auf die Treppe. Sophia kommt runter, achtet auf das Spielzeug und schwupps, rutscht sie aus.
das nicht wunderbar? Ein wahrer Geniestreich, nicht? Oh. Und wenn sie hier die Treppe runterkommt? Zur Hölle mit ihm. Wenn du wüsstest, er ist immer so schrecklich gemein zu mir gewesen. Tja, ist doch wahr. Was ist mit Mason? Wenn Mason die Treppe runterfällt? Nein, ihm dürfen wir nichts tun. Ich weiß, was wir machen. Wir schreiben ihm einen Zettel. Mason, benutzt die Hintertreppe. Schatz? Woran denkst du? Du hast so einen eigenartigen Gesichtsausdruck. Oh, an nichts? Ach doch, ich dachte an gefrorenen Joghurt. Bar Industries. Geben Sie ihn mir, es ist dringend. Flame? Ja, Craig, geben Sie mir Robert. Ich habe nicht viel Zeit. Er ist nicht hier. Und selbst wenn, er will nicht mit Ihnen reden. Und ich auch nicht. Ist das klar genug? Wo ist er? Ich muss wohl dankbar sein, dass Sie nicht gleich gekommen sind. Ich habe nicht die Zeit, um mit Ihnen dumme Spielchen zu veranstalten. Dann lassen Sie es. Kelly wurde ins Krankenhaus gebracht. Es könnte eine Fehlgeburt werden. Sagen Sie das, Robert. Sie halten mich für einen Narren, nicht wahr? Das ist noch entschieden das Freundlichste, was mir im Moment für Sie einfällt. Ja, ich halte Sie für einen Narren. Und es kann unmöglich Ihr Ernst sein, wenn Sie glauben, dass Sie alles in Ordnung bringen, indem Sie Ihre wahre Identität verraten. Das glaube ich in keiner Weise, aber ich finde, es ist wenigstens ein Anfang. Ein neuer Anfang. Ach, und was ist mit Kelly? Denken Sie etwa, dass sie mit offenen Armen wieder aufnimmt? Es ist alles besser als das hier. Auch wenn sie anschließend hassen wird. Jetzt hat sie noch die gute Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit. Wenn sie erst die Wahrheit kennt, wird sie sich an all die furchtbaren Dinge erinnern, die sie ihr angetan haben. Wie wollen sie sich da rechtfertigen? Das heißt, wenn sie nicht gleich dafür umbringt, dass sie sich nach dem Tod ihres Bruders weiter für ihn ausgegeben haben. Diese Tatsache dürfte für sie ganz besonders schwer zu schlucken sein, und das verstehe ich auch. Damit steht sie durchaus nicht allein da. Die Polizei wird das auch interessieren. Wenn ich es mir genau überlege, dürfte Kelly nicht mal ihr größtes Problem sein. Die besucht sie bestimmt nicht im Gefängnis. Ah, ich dachte, Sie könnten mich davor bewahren. Naja, ein ganz besonders gewiefter Anwalt könnte möglicherweise etwas mit der Staatsanwaltschaft aushandeln. Aber ich denke, ganz ohne Gefängnis kommen Sie nicht davon. Und was jetzt? Ich besuche Kelly. Und erzähle ihr die Wahrheit? Ja, gegen den gut gemeinten Rat meiner Anwältin. Oh, wollen Sie denn unbedingt gleich sterben? Kommen Sie, lassen Sie mich ihr die Wahrheit sagen. In dieser Sache wäre ich am liebsten wieder Bezirksstaatsanwältin, damit ich Sie fertig machen könnte. Aber Sie verdienen noch Schlimmeres, als ich Ihnen antun könnte. Doch ich hoffe, dass Sie das von Kelly kriegen. Cici? Robert? Sie sind der Letzte, mit dem ich hier gerechnet hätte. Entschuldige, Cici, ich habe unseren Termin leider ganz vergessen. Ich habe so viel zu tun. Schon gut, ich warte draußen. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich hier bin. Deine Sekretärin ist zum Essen gegangen. Nein, nein, komm doch bitte rein. Mr. Barr wollte sich gerade verabschieden. Danke für Ihre Hilfe, Julia. Ich wünschte, ich könnte in dieser Sache mehr tun. Setz dich doch. Ich wusste gar nicht, dass Barr dich engagiert hat. Ich glaube, das hat er auch gar nicht. Ich schätze, das war wohl eine einmalige Konsultation. Gut. Ich muss dir nicht sagen, dass er nur Ärger bringt. Wäre nicht in diesem Beruf ohne die Probleme anderer, hätte ich keine Arbeit. Ich bin auf Unterlegene wie auch auf Verbrecher einfach angewiesen.
Was das sein? Ist Mason Capwell hier? Ich habe ihn nicht gesehen. Eigentlich suche ich auch seine Schwester. Sie wollte ihn hier treffen. Ist sie etwa schon wieder weg? Sie wurde gerade ins Krankenhaus gebracht. Was? Michael Donnelly hat sie dahin gefahren. Es schien ihr wirklich schlecht zu gehen. Sie hatte Angst, ihr Baby zu verlieren. Oh, Michael, danke, dass Sie mich hergebracht haben. Ich hätte es nicht geschafft. Das wird schon. Später machen Sie sich keine Sorgen. Ja, ich versuche es. Warten Sie. Auch. Ich helfe Ihnen. Ich warte hier draußen. Ist gut. Dr. Radcliffe, bitte zur Aufnahme. Dr. Radcliffe, bitte. Oh, Verzeihung. Ich möchte zu Kelly Capwell. Ich habe gehört, dass sie auf dieser Station liegen soll. Ja, Miss Capwell ist in Zimmer 353. Aber ich glaube nicht, dass sie schon Besuch bekommen darf. Oh, ich warte, danke. Bevor Sie jetzt etwas sagen... Ich werde gar nichts sagen. Ich werde Sie einfach rauswerfen. Ich habe das gleiche Recht, hier zu sein wie Sie. Lassen Sie mich los! Ich habe Kelly da nicht hingebracht. Ich auch nicht. Ich kann nichts dafür. Hätte ich gewusst, dass sie schwanger ist... Das hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht. Sie haben Kelly und ihrer Familie nur Ärger gemacht, seit sie in der Stadt sind. Das ist Vergangenheit. Das ist auch der Grund, warum ich im Dschungel war. Ich wollte mich bei Kelly entschuldigen. Lassen Sie sie gefälligst in Ruhe und ganz besonders jetzt. Sie wollen helfen? Dann verschwinden Sie und kommen Sie nicht wieder. Was wollen Sie denn hier? Wo ist Kelly? Sie wird untersucht. Und, wie geht's ihr? Das wissen wir noch nicht. Wir warten auf Ihren Arzt. Was ist passiert? Ist sie gefallen? Anscheinend hat sie schon seit einiger Zeit leichte Anfälle, aber heute war es ein besonders starker. Und das Baby? Woher wissen Sie's? Flame hat auf Roberts Boot angerufen. Jemand sollte versuchen, ihn schnellstens zu informieren. Ja. Tja, du weißt ja, Julia, dass ich dich für deine Arbeit sehr bewundere. Wirklich? Auch wenn wir uns manchmal nicht einig sind, ich habe dich immer respektiert. Besonders als ich für die Blue Sky Brigade gearbeitet habe und wir gegen euch demonstriert haben. Dann war das vielleicht eine Ausnahme. Du bist wenigstens ehrlich. Das bist du auch. Das ist eine Tugend, die leider selten ist. Ich denke an den Bezirksstaatsanwalt. Ach so, darum geht es dir. Das scheint dich nicht zu überraschen. Ehrlich gesagt, habe ich davon bereits gehört. Ist Mason mir zuvor gekommen? Nein. Er wird nicht darüber erfreut sein, dass du mich favorisierst und nicht ihn. Craig Hunt hat es mir erzählt. Das ist wirklich eine Überraschung. Denn wer ist schon besser dazu geeignet, über die Anwendung der Gesetze zu wachen, als ein Mann, der fast jedes einzelne davon gebrochen hat? Dann hast du also gewusst, dass Timmons demnächst seinen Rücktritt bekannt gibt. Ein tragisches Schicksal. Er war vor einiger Zeit noch so wild auf dem Posten des Bezirksstaatsanwalts. Wieso hat er sich denn anders besonnen? Das ist doch wohl unwichtig. Wenn er unbedingt aussteigen will, kann es ihm jedenfalls egal sein, wer sein Nachfolger wird. Naja, vergiss nicht, dass ich schon das letzte Mal seine Nachfolgerin war. Ich will nicht immer auf seine Kosten die Karriereleiter aufsteigen. Auch wenn er das verdient hat. Und wenn du es verdient hast. Ich will mich ja nur nicht vordrängen. Sollte ich ernannt werden, akzeptiere ich selbstverständlich. Gut, dann pack hier deine Sachen zusammen. Du wirst nämlich bald umziehen in ein anderes Büro. Ist es so unkompliziert? Ja, ich denke schon. Es könnte bald jemand beweisen, dass unser geschätzter Keith Timmons durch Bestechung als Bezirksstaatsanwalt eingesetzt wurde. Den Druck hält er nicht aus. Glaubst du, ich kann das? Meine nächste Frage. Nach all dem, was ich durchgemacht habe, musst du noch fragen? Julia, wenn du als Bezirksstaatsanwältin kandidierst, rückst du in das öffentliche Interesse. Es wird eine harte Zeit. Man wird dein Leben unter die Lupe nehmen und jede Menge Dreck hervorkarren. Da wird nichts ausgespart. Weder deine Ehe noch deine Beziehung zu der Schnickels, die angebliche Vergewaltigung und der Prozess. Jetzt sei nicht gereizt. Angeblich in den Augen des Gesetzes. Du hast ihn vor Gericht gebracht und er wurde für unschuldig befunden. Das kommt dann alles wieder zur Sprache. Darüber hinaus bin ich eine geschiedene Mutter und vertrete unpopuläre Fälle. Ich fürchte, meine erste Amtshandlung als Bezirksstaatsanwältin wäre, mich selbst zu verteidigen. Das wird nicht nötig sein. Deine Gegner werden noch auf Knien vor dir rutschen und für dich stimmen. Du musst nur wissen, ob du es wirklich willst. Das ist eine ganz persönliche, private Entscheidung. Und privat ist dabei entscheidend. Du musst dir darüber klar sein, ob du bereit bist, dein Privatleben zu opfern. Erklär mir doch bitte, willst du mich jetzt dazu ermutigen, den Posten anzunehmen, oder möchtest du lieber, dass ich ihn ablehne? Ich kenne keinen, der geeigneter für das Amt ist. Aber du musst entscheiden, was das Beste für dich ist.
Entschuldige. Julia Wainwright? Ja, er ist hier, Augenblick. Es ist Rosa, sie klingt ziemlich aufgeregt. Rosa? Ja, was gibt's? Was? Weiß Sophia das schon? Ja, ich fahre sofort hin. Was ist los? Kelly ist mit starken Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus gekommen. Wir besprechen alles später. Als ob Kelly nicht schon genug Probleme hätte. Dann ist es nicht nur ein Wunschtraum? Ich kann wirklich ein Baby kriegen? Das ist absolut möglich. Oh, ist die Wissenschaft nicht großartig? Die Medizin hat in den letzten Jahren wirklich unglaubliche Fortschritte gemacht. Frauen, die vollkommen sicher waren, dass sie keine Kinder bekommen könnten, haben inzwischen ganz gesunde Babys. Künstliche Befruchtung ist kein Science-Fiction-Thema mehr. Sie ist heute gar nicht mehr ungewöhnlich. Und das ist wirklich nicht gefährlich? Naja, jeder chirurgische Eingriff birgt ein Risiko. Aber in diesem Fall ist eigentlich gar nicht zu erwarten, dass irgendwelche Komplikationen auftreten. Nein, erst wenn der kleine Tiger nach Hause kommt, dann gibt es schlaflose Nächte und eine Menge Geschrei. Später die ersten Liebschaften und die horrenden Kosten für die Ausbildung und Ähnliches. Das sind die Gefahren. Der eigentliche Prozess ist dagegen ganz einfach. Das Ei wird chirurgisch entfernt, außerhalb des Körpers befruchtet und dann dem Uterus wieder zugefügt. Und Sie tragen es aus. Ich habe mich schon über alles informiert. Ich kann gar nicht verstehen, warum nicht alle Menschen auf diese Weise ihre Kinder kriegen. Oh, ich schon. Da geht doch eine Menge Spaß flöten. Verzeihen Sie bitte. Wir haben möglicherweise eine Fehlgeburt. Auf Zimmer 353. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich komme wieder, sobald ich kann. Wie heißt die Patientin? Kelly Capwell. Oh mein Gott. Was mag da passiert sein? Arme Kelly. Es ging ja doch die ganze Zeit gut. Sowas kann ohne jeden ersichtlichen Grund geschehen. Du fühlst dich einfach ganz himmlisch und dann... Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Egal, was die Leute auch sagen oder was der Arzt dir erzählt, du fühlst dich verantwortlich. Da verlierst du dein Baby und stehst ohnmächtig da und kannst nichts dagegen tun. Kelly muss im Augenblick durch die Hölle gehen. Dr. Jameson, was ist mit dem Baby? Tja, der Fötus ist erstmal stabilisiert. Erstmal? Was bedeutet das? Ich möchte ganz ehrlich zu Ihnen sein. Es sieht nicht sehr gut aus. Nein. Verstehen Sie, diesmal wird vielleicht alles noch mal gut gehen, aber im weiteren Verlauf Ihrer Schwangerschaft, nun ja, es besteht schon noch eine Chance. Wie groß ist die Chance? Kann ich sie erhöhen? Sagen Sie mir nur, was ich tun muss. Sie bekommen Medikamente. Schaden die dem Baby? Nein. Was immer ich tun soll, sagen Sie es mir. Wenn ich vollkommen ruhig liegen soll, dann tue ich das. Ich bewege keinen Muskel, das schwöre ich. Ich will dieses Baby behalten. Ich behalte dieses Baby. Also nichts hat diesen Anfall ausgelöst? Es ist einfach so passiert? Sie saß ganz ruhig im Restaurant am Tisch. Sie war nicht nervös oder hat sich aufgeregt? Was? Fragen Sie sie. Sie sprach mit Kelly, als es passiert ist. Quinn! Um Himmels Willen, sprich doch nicht so laut. Was hast du hier zu suchen? Ich wollte Kelly besuchen. Damit sie endgültig ihr Baby verliert? Nein, das will ich nicht. Vergiss mal, was du willst. Wie geht es Kelly? Man weiß noch nichts Näheres. Sind Ihre Eltern hier? Nein, aber Craig Hunt und Michael Donnelly stehen dahin. Gut, du rührst dich nicht vom Fleck. Mit dir bin ich noch nicht fertig. Besucher sind nicht gestattet, besonders du nicht. Na, warte, ich zeig's dir. Was ist denn mit euch los, hä? Wollt ihr vielleicht, dass ihr Baby verliert? Hört sofort auf! Ich sehe mal nach, was da los ist. Noch ein Wort von einem von euch und sie gehen ins Gefängnis. Wie geht es ihr? Nun, Kelly geht es im Moment ganz zufriedenstellend. Was ist mit dem Baby? Das lässt sich noch nicht sagen. Wenn Kelly während ihrer Schwangerschaft Drogen genommen hat, tja... Wir müssen immerhin damit rechnen, dass das Kind Schaden genommen hat, der sich nicht mehr wiedergutmachen lässt. Manche kriegen eben geschwollene Knöchel, andere leiden unter morgendlicher Übelkeit und manche haben Unterleibsschmerzen.
Das ist gar nichts Ungewöhnliches. Das hat Dr. Jameson gesagt. Schon gut, ich weiß. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir sind für dich da und wir haben dich sehr, sehr lieb, mein Schatz. Sag Bescheid, wenn wir was für dich tun können. Mir geht's gut. Ich meine, uns beiden geht es gut. Es war nur falscher Alarm. Da bin ich sicher, es wird alles gut. Vielleicht sollten wir sie eine Weile allein lassen, damit sie ein bisschen schlafen kann. Ja, das ist eine gute Idee. Wir werden draußen warten. Ihr braucht doch nicht die ganze Zeit hier zu bleiben. Keine 10 Pferde könnten uns von hier wegbringen. Ruh dich schön aus, es wird alles wieder gut. Das wird es, Daddy. Du wirst sehen. Ich komme gleich. Ich habe Angst. Ich weiß. Aber es geht schon. Ich weiß, dass es durchaus noch gut gehen kann. Es wird gut gehen. Hab Vertrauen. Chip und Adriana bekommen schneller einen Spielkameraden, als du denkst. Ja, das wäre wunderschön, wenn unsere Kinder zusammenspielen könnten. Als wir selbst noch Kinder waren, habe ich mir oft vorgestellt, wie es wohl sein würde, wenn wir eigene Familien hätten. Und jetzt... Jetzt erscheint mir das so schrecklich unerreichbar. Wie ein alter Traum, der einen begleitet, der sich aber niemals in der Realität erfüllen wird. Oh Gott, ist davon zu träumen, alles, was mir bleibt. Ich verstehe das einfach nicht. Das ging ihr doch gut. Im Moment lässt sich schwer eine Prognose stellen. Möchten Sie Kaffee? Danke. Welche Probleme wir zwei auch haben, wir regeln das später. Sobald Kelly und das Baby außer Gefahr sind. Ich stehe jederzeit bereit. In den OP-2. Dr. Walton, bitte. Ich verstehe wirklich nicht, warum du nicht einfach eine Karte schickst. Ich dachte eigentlich, du wolltest sie nicht mehr wütend machen. Das ist was anderes. Sie wird das verstehen. Sophia, wir haben gehört, was passiert ist. Es tut uns furchtbar leid. Noch ist überhaupt nichts geschehen. Nein, natürlich nicht. Und das wird es auch nicht. Aber ich meine, wenn doch... Wie geht es Kelly denn jetzt? Kelly geht es gut, aber dem Baby möglicherweise nicht. Oh, ich bin sicher, dass er oder sie es schaffen wird. Diese kleinen Kerle sind zäh. Und heute gibt es so vieles, was Ärzte tun können, wenn es Probleme gibt. Heute kann man ja sogar schon bei der Empfängnis eine Menge tun. Ich meine, wer hätte denn je daran gedacht, dass ich in einem Jahr vielleicht schon ein Kind habe? Ich hätte nie geglaubt, dass ich je noch eins zur Welt bringen kann. So denkt Kelly wahrscheinlich auch. Das ist doch jetzt ihre zweite Fehlgeburt, nicht wahr? Wenn ich es kann, wird Kelly es auch können. Oder etwa nicht? Würden Sie sie bitte wegbringen? Komm, Schatz. Ich habe doch nichts Falsches gesagt, oder? Ich verstehe einfach nicht, wie das passieren konnte. Kelly war in letzter Zeit doch so ausgeglichen. Sagen Sie es ihm. Was meinst du? Was sie so aufgeregt hat. Rate mal, mit wem sie zuletzt gesprochen hat, bevor das geschah. Kelly möchte dich gern sehen. Michael. Sie hat gesagt, sie möchte nur dich sehen. Michael, bitte sagen Sie Kelly, dass ich hier bin. Ich muss unbedingt zu ihr. Ich könnte ihr helfen. Wie geht es ihr? Sie verliert vielleicht das Baby. Unser Baby. Und ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es retten kann. Wie lange muss ich denn hier noch liegen? Ich will nach Hause. Naja, aber nicht so lange Sie noch Schmerzen haben. Ich habe ja kaum welche. Nur ein bisschen. Wieso genießen Sie es nicht einfach, hier faul herumzuliegen? Absolute Ruhe ist jetzt das Beste für Sie. Tja, halb Santa Barbara steht da draußen und will sie besuchen. Doch der Arzt ist der Ansicht, sie sollten nicht zu viel Besuch haben. Sie sollen sich ausruhen. Und wer ist alles da? Sie haben ihre Eltern und Eden ja gesehen. Dann ist da noch Robert, Craig, Julia. Sogar Gina und Keith Timmons waren da. Dann muss es ja wohl sehr schlimm um mich stehen.
Sagen Sie allen, dass es mir gut geht. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Ich brauche jetzt nur etwas Ruhe und dann bin ich wieder fit. Na gut, ich werde es ausrichten. Ich fürchte allerdings, dass das nicht alle zufriedenstellen wird. Robert drängt darauf, Sie zu sehen. Jetzt nicht. Ich sehe Robert und die anderen lieber, wenn ich wieder zu Hause bin. Sie sollten nach Hause gehen, denn im Moment kann sowieso keiner was für mich tun. Hatte ich euch nicht gesagt, ihr sollt verschwinden? Wir möchten nur wissen, wie es Kelly geht. Es wird ihr sicher bald wieder besser gehen, doch das hat sie nicht euch zu verdanken. Wollen Sie uns dafür verantwortlich machen? Keith. Wenn Sie mal Geld am Spielautomaten verlieren, geben Sie mir da auch die Schuld? CC ist sehr besorgt. Er hat's nicht so gemeint. Ach, tatsächlich nicht. Denkt ihr, eure Gegenwart ist ein Trost für Sie? Allein der Umstand, dass ihr euch hier aufhaltet, wird Sie aufregen. Oh, Verzeihung, dass wir Mitleid zeigen. Wenn Sie das tun, wäre es das erste Mal. Und bitte verschone mich mit deinen Lobliedern auf die moderne Medizin, die es dir ermöglicht, ein Kind zu bekommen. Es wäre höchstens ein Wunder, wenn man etwas erfinden würde, das dich zur guten Mutter macht. Es gibt viele Möglichkeiten, Kinder zu bekommen. Aber keine, um sie von unfähigen Müttern zu befreien. Deine verwöhnte Brut ist da allerdings der beste Beweis. Wenn ich so eine schlechte Mutter bin, warum wollte Brandon dann wohl immer bei mir leben? Diese Frage habe ich mir selbst schon gestellt und keine Antwort gefunden. Vielleicht gibt es ja ein paar positive Eigenschaften an dir, die dich zur Mutter des Jahres qualifizieren, aber ich kenne keine, tut mir leid. Fahr zur Hölle. Reservier mir einen Platz. Das kannst du mir glauben. Das wünsche ich wirklich niemandem, nicht einmal dir. Und ganz sicher nicht Kelly. Wir beten für sie. Und wenn wir etwas tun können, lass es uns wissen. Ich lasse Sie jetzt schlafen. Ich bin draußen, wenn was ist. Danke, Michael. Gut. Sie scheint wieder Schmerzen zu haben. Gar nicht schlimm. Darum kümmern wir uns. Vielen Dank. Wie geht es ihr? Na ja, sie hat Schmerzen. Sie kommen und gehen, aber es scheint ihr nicht viel auszumachen. Sie wollten gerade noch mal zu ihr gehen. Tja, sie scheint ziemlich erschöpft zu sein. Sie hat gesagt, dass sie jetzt erst mal keinen Besuch haben möchte. Dann lass uns einen Kaffee trinken. Danke, Michael. Schon gut. Ich möchte jetzt gern zu ihr. Sie hat gesagt, jetzt nicht. Es ist äußerst wichtig. Ich weiß, aber sie sagt nein. Sie verstehen das nicht. Was ich Kelly zu sagen habe, ändert Moment, alles. Machen Sie keinen Ärger. Sie kann wirklich keine Aufregung gebrauchen. Sie hat gesagt, dass sie sie jetzt nicht sehen will. Sie haben doch gehört, was Michael sagt. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wollen Sie denn, dass sie ihr Baby verliert? Nein, ich möchte einfach alles tun, damit sie es nicht verliert. Sie soll einfach wissen, dass es genauso mein Kind ist und dass ich sie beide liebe. Das hätten Sie sich besser eher überlegen sollen. Wenn sie erst weiß, wer ich in Wirklichkeit bin, macht sie das vielleicht stärker. Sie kann dann härter kämpfen. Warum wollen Sie Kelly wirklich die Wahrheit sagen? Um ihr zu helfen oder aus Egoismus? Was soll denn das heißen? Ich bin der Ansicht, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, um sie mit der Wahrheit zu konfrontieren. Was ist denn? Stimmt was nicht? Ich werde lieber sofort den Arzt holen. Du solltest lieber darum beten, dass Kelly und ihrem Baby nichts passiert, denn wenn doch, dann wirst du dafür büßen, verstanden? Das wird dir noch sehr leid tun, das verspreche ich dir.